Menschen eine Art, als Reaktion eine Art Response, wie wir das nennen, eine Art Rückstrahlung erfolgt. Die Strahlung wird vom Menschen wieder abgegeben und das kann jetzt natürlich jemand auch wieder auffangen irgendwo und dann vergleichen, wie unterscheidet sich das zurückgestrahlte Signal von dem eingestrahlten. Und jetzt kann man langsam anfangen, an dem einstrahlenden Signal so lange zu drehen, bis man beim ein- und ausstrahlenden Signal eine Übereinstimmung hat und dann hat man das erreicht, was wir die elektromagnetische Signatur eines Menschen nennen. Das heißt, man hat eine Art elektromagnetischen Fingerabdruck von ihm und wenn man den hat, dann hat man den Zugang zum Menschen gefunden. Dann braucht man kein Implantat mehr, sondern sozusagen dann weiß man, dass dieser Mensch und möglicherweise nur dieser Mensch, selbst wenn 10 andere neben ihm sitzen, auf eine einstrahlende Frequenz reagieren wird. Und dann kann man natürlich anfangen, ganz sachte an dieser Signatur ein bisschen zu drehen, sodass man das elektromagnetische Schwingungsbild des Menschen dann verändert. Damit verändert man sein Bewusstsein, seinen körperlichen Zustand und so weiter. Ja, das ist höchst spannend, vor allem, dass eben jeder Mensch diese Signatur besitzt, wo man dann wirklich gezielt, also andere, die diesen Feldern ausgesetzt sind, würden einfach keine Wirkung spüren. Es hat mich jemand im Chat die Frage gestellt, flächendeckend oder gezielt? Also diese Dame, Margarete Wolf, glaube ich, hieß sie, oder? Ja, ja. Ja, das war, also wie gesagt, ein falscher Name, wie Sie gesagt haben, also ein der Name ist ihm geändert, aber diese Dame ist also gezielt, also getargetet, also ein Targeted Individual, glaube ich, werden die auch genannt. Und dann gab es aber zum Beispiel in der letzten Sendung, da war Nicola Wohlgemuth zu Gast bei mir. Das ist eine Energiearbeiterin aus der Steiermark, die auch mit Imedis arbeitet und so weiter. Und mit Frau Dr. Noemi Kempe zum Beispiel auch zusammenarbeitet. Und die hat also erzählt, dass, ich glaube, Ende März, Anfang April, wenn ich mich recht entsinne, kann man nachhören, ist die Folgesendung, flächendeckend in diesem Fall, Großraum Steiermark, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise ein großer Teil der Steiermark, dass da ihrer Meinung nach, also sie ist natürlich auch hellfühlig, also sie glaubt, dass aufgrund verschiedener Symptome auch, die sich gezeigt haben, weil das war eine sehr atypische Allergiewelle, die sich da breit gemacht hat, die auch Tiere mit einbezogen hat und es war einfach kein Grund dafür da in der äußeren Welt. Also es gab keinen Pollenflug oder sonst irgendwas und die Leute haben also extrem reagiert. Und sie ist ziemlich überzeugt davon, dass das eine, wir haben es damals in der Sendung, Frequenzattacke war. Halten Sie sowas auch für möglich? Das ist nicht nur möglich, das ist nachweisbar auch schon mehrfach geschehen. Zum Beispiel übers Radio kann so etwas gemacht werden. Das hat so einen berühmten Fall gegeben, das war zu Silvester 2001, also in der Nacht, als der Euro eingeführt wurde. Da ist über einen Berliner Radiosender, RS2, flächendeckend auf die ganze Stadt ein sogenanntes Glückssignal abgestrahlt worden. Das war eine Frequenz von etwa 14,5 Kilohertz. Und diese Frequenz wurde vom Sender dem Programm unterlegt, was ohnehin den ganzen Abend lief zu Silvester. Da läuft ja immer die große Silvesterparty am Brandenburger Tor und dort wird ja dann auch entsprechend diese Freiluftveranstaltung mit dem entsprechenden Radioprogramm beschallt. Aber auch für die Leute, die zu Hause am Radioempfänger gesessen haben, da ist also diese Frequenz sozusagen unhörbar dem Programm unterlegt worden und das sollte eine Frequenz sein, die aufgrund der Aussage von Psychologen dafür sorgt, dass Leute in eine Art euphorischen Zustand geraten, also kurz gesagt so eine Art elektromagnetisches Ecstasy, was sie da versprüht haben. Wir haben durch Zufall davon erfahren, weil wir damals einen Anruf bekommen haben, interessanterweise von der Berliner Polizei. Ein Polizeibeamter hat bei uns angerufen und hat gesagt, was ist denn da los eigentlich, weil die Polizei hat sich Sorgen gemacht, ob jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Autofahrer Autoradio dieses Programm hört, ob der nicht durch diese Beeinflussung in seinen Fahrleistungen beeinträchtigt werden könnte und so weiter. Die Polizei hat da ziemlich gegen Sturm gelaufen, auch im Nachhinein, obwohl die ganze Angelegenheit dann im Sande verlaufen ist. Wir haben dann nach Neujahr diese Sache weiter recherchiert, haben also auch mit den entsprechenden Verantwortlichen bei diesem Radiosender gesprochen. Die haben das ganz offen zugegeben. Es lief darauf hinaus, dass dieser Impuls, das zu tun, von amerikanischen Beratern des Senders kam. Man muss dazu sagen, RS2, das ist das Überbleibsel des alten Berliner RIAS, des ehemaligen amerikanischen Senders in Berlin, als Berlin noch die Mächtestadt war.
und sodass dieser Sender nach wie vor sehr weitgehende Verknüpfungen und Verbindungen mit Amerika hat und dass dort von dort her eben dieser Impuls kam, das auch mal auszuprobieren. Im Endeffekt sind dann die Leute vom Sender hier in Berlin dann zur Universität gegangen, haben dann mit Psychologen gesprochen, die wussten damit nicht recht was anzufangen, sagten, ja, vielleicht kann das funktionieren, aber wissen wir nicht so genau, und dann haben sie es ganz einfach getan. Aber wenn ich das, und wir haben das in der letzten Sendung eher auch schon ausführlich besprochen, diesen Fall und auch noch andere, wo also der Sexbrummton ausgestrahlt wurde und so weiter. Das war ein paar Monate später in Stuttgart, da ja, haben sie was Ähnliches gemacht, ja. Genau. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das über das akustische Signal passiert und nicht über ein elektromagnetisches Signal. Das waren elektromagnetische Signale, die den Radiofrequenzen unterlegt wurden und die dann natürlich auch als akustische Signale aus dem Lautsprecher rauskamen, aber sie wurden ursprünglich als elektromagnetische Signale ausgestrahlt. Musste man das Radioprogramm hören, um der Beeinflussung ausgesetzt zu sein? Man musste dieses Radioprogramm hören, um der Beeinflussung ausgesetzt zu sein. Okay, aber in dem Fall, also in diesem Fall in der Steiermark, war es also vermutet Nikola Wohlgemuth so, dass also wirklich über welche Infrastruktur auch immer, aber gut, man braucht nur ein bisschen sich umzusehen, da gibt es viel Hardware, die herumsteht, aber dass also offenbar über elektromagnetische Frequenzen das ausgestreut wurde, und das ist ja auch möglich, ne, natürlich. Ja, das ist grundsätzlich möglich. Wir müssen hier beachten, dass wenn wir über dieses ganze Gebiet von Mind Control und Beeinflussung des Menschen reden, dann haben wir hier auch mit unterschiedlichen Gruppen von Menschen zu tun. Es gibt Menschen, wir nennen sie die Übergangsgeneration. Diese Menschen haben ein sehr großes Wahrnehmungsspektrum. Sie sind sehr sensibel auf elektromagnetische Belastungen, und besonders technische Belastungen machen ihnen sehr schwer zu schaffen. Sie können auch Symptome entwickeln, die ähnlich zu Mind Control sind, Schmerzen, Schlaflosigkeit und so weiter, Veränderung sogar im Blutbild, aber sie sind nicht so direkt als Mind Control Betroffene noch einzustufen. Sie können ganz einfach nur sehr, sehr sensibel sein. Und wenn solche flächendeckende Aktion geführt wird, dann können sie durch einen puren Zufall auch etwas in ihre eigene elektromagnetische Ausstrahlung schnappen und dementsprechend sehr sensibel oder sogar mit Krankheiten reagieren. Die Mind Control Betroffene, das ist eine Extragruppe von Menschen, die sich zum Beispiel dadurch von der Übergangsgeneration Menschen unterscheidet zwischen den anderen, dass die Übergangsgeneration, das sind die Menschen, die sehr sensibel sind, und sie können auch auf andere Impulse reagieren. Sie reagieren zum Beispiel auch Vulkanausbrüche oder Erdbeben, die weit, weit entfernt stattfinden. Und diese Menschen reagieren mit dem ganzen Unbewussten, mit ihrem Bewusstsein, mit ihrer ganzen Ausstrahlung, mit ihrer Psyche, mit ihrem physischen Körper. Sie sind ganz einfach sensibel. Bei der Gruppe, die jetzt als Mind Control Betroffene gilt, sind das hauptsächlich Menschen, die auch sensibel sind, aber hauptsächlich in diesem elektromagnetischen Bereich. Und da gibt es noch eine dritte Gruppe von Menschen, die sind wirklich krank. Und hier muss jetzt die Medizin das letzte Wort sprechen, wobei die Medizin auch sehr oft überfordert ist. Aber die Menschen, die bestimmte Krankheitssymptome haben, die sich sehr schwer von Mind Control Symptomen unterscheiden lassen, diese Gruppe existiert auch, und die bedarf eine besondere Zuneigung und eine sorgfältige Forschung, ob dort auch nicht Menschen sein können, die nur ähnliche Symptome zu Krankheiten haben. Also man muss da besonders wirklich gut differenzieren können.
Ja, ist klar. Also bevor man jetzt vermutet, dass man mind-controlled ist oder bewusstseinskontrolliert durch irgendwelche technischen Einflüsse, muss man natürlich das ärztlich abklären. Es, ja. Weil es kann natürlich ganz, ich sage mal, profane Gründe dafür geben und die muss man aber auch rausfinden, weil das kann natürlich auch gefährlich werden. Ist klar. Wer macht sowas und warum, schreibt Haus Tanek hier. Ja, das ist natürlich die $64,000-Question. Versuche von Dr. Michael Persinger wird auch genannt, er war einer der ersten, die also mit dem sogenannten Persinger Helm und sehr schwachen elektromagnetischen Feldern, das kann man nicht genug betonen, dass das schwache Felder sind, das ist völlig athermisch, was da passiert. Es geht hier nicht um irgendeine Leistungsübertragung. Es geht hier offenbar nur um Informationsübertragung. Und Michael Persinger hat also einen Helm konstruiert, wo also Elektroden eingepflanzt wurden, die schwache magnetische Felder erzeugt haben und hat damit sehr erstaunliche Ergebnisse erzielt. Wir haben das in der letzten Sendung nur kurz angerissen. Können Sie darüber ein bisschen mehr erzählen? Na, der hat also auf diese elektromagnetischen Felder bestimmte Informationsmuster draufgeprägt, die, soweit ich weiß, auch mit Robert Monroe abgesprochen waren. Das war ja ein ganz bekannter Privatforscher, der auch teilweise außerkörperliche Erfahrungen erforscht hat. Und da auf diese Weise haben sie zum Beispiel bei Menschen innere Erlebnisse auslösen können, dass sie geglaubt haben, sie seien von UFOs entführt worden oder solche Sachen alles, ne? Also die haben ganz komplexe innere Erlebnisse gehabt durch diesen Helm, der da aufgesetzt wurde, durch die Stimulation des Gehirns mit bestimmten Frequenzen an bestimmten Stellen des Schädels. Was interessant ist, weil also auch mit DMT, das ist eine stark bewusstseinserweiternde Droge, erzielt man auch ähnliche Effekte. Also Menschen sehen dann Wesen, die sonst nur von Menschen beobachtet werden, die entführt werden. Glauben Sie, dass man daraus jetzt, das ist ein bisschen führt ein bisschen jetzt weg, aber vom eigentlichen Thema, aber glauben Sie, dass man daraus jetzt wirklich ableiten kann, dass das Entführungsphänomen auf eine derartige Bewusstseinsveränderung zurückzuführen ist, zu 100%? Man kann davon ausgehen, dass das UFO-Entführungsphänomen zu einem großen Teil, nicht zum ganzen Teil, aber zu einem großen Teil militärischer Natur ist. Dieser Ansicht sind wir schon seit langem. Ja, dass allerdings auch sicherlich ein Teil dieser Erlebnisse auch auf tatsächliche Begegnungen mit fremden Wesen zurückzuführen sein kann. Allerdings dann unter der Voraussetzung, dass das, was die Menschen sich hinterher erinnern, nicht unbedingt identisch ist mit dem, was wirklich passiert ist. Weil diese Begegnungen finden eigentlich nach allem, was wir wissen, in veränderten Realitäten statt, in virtuellen Realitäten, in veränderten Bewusstseinszuständen, was vermutlich auch schon allein durch die Fremdartigkeit der anderen und ihrer Kommunikationsmöglichkeiten zusammenhängt, sodass das, was die Menschen glauben, mitgemacht zu haben, oft nur so eine Art von Ersatzerinnerungen sind, die etwas maskieren, was dahinter steht, ein Hyperkommunikationsprozess, wie wir es nennen, also ein Kommunikationsprozess mit einer fremdartigen Spezies. Wenn man die oberflächlich so berichteten Fälle sieht, dann ist es auch irgendwo, mangelt es ein bisschen an Logik, dass seit 20, 30 Jahren eine fortgeschrittene Zivilisation hier zu uns kommen muss, um ständig immer wieder neue medizinische Tests mit Leuten zu machen. So langsam müssten sie mal kapiert haben, wie wir funktionieren, ne? Auf jeden Fall, ja. Aber okay, also das Entführungsthema ist natürlich ein Riesending und ich stimme mit Ihnen überein, dass das also verschiedenste Ursachen hat wahrscheinlich und verschiedenste Erlebnisse aus verschiedensten Ursachen herrühren. Und das Militär setzt dann diese Technologien ein, um die Erinnerung zu beeinflussen, wenn also jetzt von Militär, ich meine, das ist jetzt nicht das normale Militär in Anführungszeichen, sondern eher das, das sich aus den schwarzen Projekten und schwarzen Budgets vor allem finanziert. Also eigentlich, ja, nicht wirklich